Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg am 24. April 2022. Eine spannende Wahl. Nach 21 Jahren tritt Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper nicht mehr an. Am Anfang waren es 7 Kandidaten und Kandidatinnen, die sich aufgestellt haben. Am Schluss kamen noch 2 hinzu, das heißt 9 gingen ins Rennen. Die Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg hat sich anscheinend zugunsten von 2 Bewerbern entschieden, die in die Stichwahl gehen am 8. Mai. Simone Borres, Einzelbewerberin, und Jens Rösser, SPD. Wobei Simone Borres mit gut 43%, teilweise bis zu 45% in den Stadtteilen recht weit vorn liegt und Jens Rösser mit 25 bis 30% in den einzelnen Stadtteilen abschneidet.